Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, bei mir ist Susanne Keller-Giger. Ich habe sie kennengelernt in Zranz, das ist Seewelen, als Lehrerin. Dann habe ich sie aus den Augen verloren. Ich habe dann später festgestellt, sie ist Historikerin, sie ist Lehrerin, sie ist Präsidentin der Historisch Heimatkundlichen Vereinigung, also quasi Verlegerin vom Jahrbuch, wo wir ihr gerade vorgestellt haben. Und sie hat ein Buch geschrieben, Karl Kostka. Also, sie ist nicht einfach nur Historikerin, sondern sie ist wirklich auch Slawistin. Sie war dann einmal zu Prag daheim gewesen. Also, eigentlich ein unglaublicher Lebenslauf. Ich weiss es halt nicht. Kennt ihr Susanne Keller-Giger? Kannst du mal ein bisschen erzählen, was mir alles entgangen ist, nachdem du mir dort drinnen bist? ja, gut, also das ist auch schon eine Ewigkeit her. Wir sind beide schon ein bisschen älter, du und ich. Das ist schon lange her. Das ist schon sehr lange her. Ja. Also würde ich sagen, über 30 Jahre, ja, okay, wo ich die Zranz-Schule hatte. Ja, also nachher hatte ich Familie, zwei Kinder haben wir. Ich habe dann weiter Schule gegeben, auch noch Zranz eine Weile, und nachher Flüchtlinge unterrichtet. Und irgendwann haben wir im Schulblatt gesehen, dass in Liberec in Tschechien Lehrer suchen. Bei mir ist man, glaube ich, noch sagen, der Peter Keller, oder? Peter Keller, Peter kann man Keller. Schon sagen. Genau, ja. Das ist dein Mann. Vom BZB. Das ist das Mir, ja. Ja, vom BZB. Ja, da müssen genau. Wir schon sagen. Ja, genau. Und dann sind wir auf Tschechien, sind wir auf Liberec, haben dort ein Jahr Schule gegeben und unsere Kinder sind dort im Kindergarten und in die zweite Klasse. Einfach so? Einfach so, weil man, ja, da kann man schon sagen, oder wir reden immer ein bisschen davon, dass für die im hinteren eisernen Vorhang eigentlich eine Welt aufgegangen ist, 1989 mit der Wende, wo es aufgegangen ist und der Sozialismus am Boden war. Aber es ist eigentlich auch für uns eine Welt aufgegangen. Und das war mit dem Grund, dass wir gefunden haben, jetzt ist die Gelegenheit, jetzt kommen wir dort hin. Und es hat interessant getönt. Und ja. Und es war ein wunderbares Jahr für uns. Ja, also nicht lachen, Entschuldigung. Für mich eine unglaubliche Geschichte. Ich bin schon ein bisschen älter, 65. Ich habe mir in einer Kumpin in der Kante gewesen, haben wir einen Protestmarsch gemacht. Dubček Svobodan sind wir mitmarschiert und haben gewusst, es ist etwas mit Tschechien. Es tut damals gab es noch Tschechoslowakei. Genau. Genau. Und dann hat es geheißen, der Brezhnev und der Dubček gegen den Keimtreffen in einem Eisenbahnwagen gehabt. Also höchst interessant. Aber ganz ehrlich gesagt, keine Ahnung von allem anderen. Lieber jetzt ist mir erst wieder aufgetaucht, wo mir eben der Peter Keller, ein BCB, mein Chef, gesagt hat, ja, seine Frau hat etwas geschrieben über jemanden in Liberec. Und dann ist mir aufgefallen, im letzten Sommer sind wir per Zufall noch bei Liberec vorbeigefahren, das steht da oben im Eck, Richtung Dresden und so. Ja, aber es ist schon unglaublich. Da sind wir wahrscheinlich mit mir einig, was Susanne Keller-Giger da an Mut aufgewendet hat und eben natürlich auch gemacht hat. Wir müssen vielleicht auch weiter sagen, du hast dann nachher Geschichte studiert, oder? Ja, also wir haben ein Jahr dort gearbeitet und mussten dann eigentlich wieder zurückgehen. Ja, und ja, der Grund war auch, gewesen, dass wir es uns nicht mehr können leisten konnten. Dort haben wir miteinander zusammen 450 Franken verdient als Lehrer. Je 50% gearbeitet. Und, ja, und zurück hat es uns halt einfach auch grauen, um das zu verlieren. Und vor allem auch mich. Wir haben viel eingesetzt, um die Sprache zu lernen. Und dann habe ich mich entschieden, jetzt studiere ich osteuropäische Geschichte. Es ist mir vor allem um den Kulturraum gegangen, um mir den noch mehr anzuzeigen. Und dazu haben halt auch noch slawische Sprachen gehört. Und so hat sich dann das Gesamtstudium eigentlich ergeben. Ja. Ah, weißt du, slawische Sprache? Gell? Ich war das letzte Jahr zu Prag, ich habe kaum die Stationen von dem Elefantzug verstanden. Und ich habe dann festgestellt, du bist im tschechischen Fernsehen auftreten, auf das kommen wir noch. Du verstehst das, du redest das, gell? Also. Ja, gut, ja, aber ich habe es auch studiert. Und, also, ich schaue es als ein Privileg an, dass ich das machen konnte mit Kind und Familie. Und das wäre nicht gegangen ohne Bereitschaft von meinem Mann, aber auch die Unterstützung von der Schwiegermutter und vom Schwiegervater, die wirklich geholfen haben, dass wir das machen konnten. Und ja, und es hat mir natürlich nochmal so eine Welt aufgetan, aber uns auch als Familie eigentlich, wir sind ein bisschen auch noch dort geblieben. Bis heute. Bis heute, ja. Ja. Oh, wir sind da, aber wir sind auch voll da. Aber es ist ein Teil von uns eigentlich geworden, das Tschechien und Liberec. Wir waren in Liberec, nicht in Prag.
Dort haben wir nie gewohnt in Prag, aber inzwischen reisen wir oft auf Prag. Ach so, ja. Ah, das habe ich jetzt auch völlig falsch verstanden. Ja, ja, genau. Kann man klären, Weißt, lieber ist es mir irgendetwas gewesen. Ich wusste, es ist irgendjemand dort in Tschechien so knapp, aber mehr habe ich nicht gewusst. Und vielleicht noch dazu, zum sagen, also warum, dass wir dort draußen sind, muss man jetzt, ich habe jetzt nur gesagt, es sei im Schulblatt drin gewesen, aber es gibt eine Kooperation St. Gallen-Liberec, das sind heute offizielle Kontakte zwischen dem Kanton St. Gallen und dem Krai, das ist eine Art wie der Kanton, Liberec. Die ist heute offiziell. Es gibt heute offizielle Austausch von der Verwaltung und so weiter. Also offiziell werden miteinander? Ja, also dann sind vielleicht wieder mal Leute von der Polizei da in der Schweiz oder auch umgekehrt oder die Regierungen gehen natürlich auch hin und her heute. Aber dort mal, wo wir auf Liberec sind, ist da ein privater Verein gewesen. Das sind pensionierte Kantilehrer von St. Gallen, die angefangen haben mit Umdrucker, die es geliefert haben auf Liberec, weil ein Professor von der Kanti St. Gallen, das war eben einer, der im 68 der Jan Tichy, geflüchtet ist nach der Niederschlagung vom Prager Frühling in der Tschechoslowakei. Mhm, ja. Und dort hat das angefangen und dann hat man eben auch angefangen mit den Lektoren, aber mit den Haufen anderen Sachen auch. Wir haben einen Haufen kulturelle Kontakte, Chöre, die austauscht worden sind. Oder wir haben Berufsleute gehabt, die wollen da ein Praktikum machen und so. Und ich habe nachher dann auch mitgearbeitet im Vorstand von der Kooperation St. Gallen-Liberec. Und dann, ich weiß nicht genau in welchem Jahr, aber nach 2000 hat man dann die Kontakte offizialisiert. Und der Verein ist vor etwa 3 Jahren haben wir ihn aufgelöst. Ja. Aber zwischenzeitlich sind auch Grabser, gell? Ja, genau. Das ist auch noch ein Punkt. Das sind ja nicht, ich würde sagen, Grabs ist eine von den Gemeinden im Kanton St. Gallen, wo sehr einen intensiven Austausch hatte mit dem Krai Liberec. Und zwar ist es fest auch um Forstwirtschaft gegangen, dass dort Austausch gewesen sind. Aber ich glaube, ein Haufen Grabser haben heute Kontakt zu Leuten von Liberec oder kennen da, wissen, wo sie da sind. Und über Jahre ist ja jedes Jahr eine Gruppe von Leuten von Jablonec, das ist bei Liberec eine Stadt, die sind in die Sommerferien gekommen, einmal mit dem Bus, und haben im Werkhof übernachtet. Aber ja. Der hat das direkt mit dir nicht? Das ist nicht die Entstanden, nein, oder? Nein. Das ist, also die Kooperation hat verschiedene Leute hatten, die sich in verschiedenen Projekten engagiert haben. Mit dem hatte ich selber nichts zu tun. Und da haben sie dann auch selbstständig organisiert. Aber ist dann dort noch, über den Rudi Lippuner, ist dann die Möglichkeit einfach gewesen, dass man dort im Werkhof innen ist. Ja. Dann hast du eine Lizenzarbeit. Ich lese es da ausnahmsweise mal ab. Es sind ja wissenschaftliche Arbeiten. Ihr merkt, ich verstehe gar nichts. Gell? Ich habe gewusst, Reichenberger ist mir ein Begriff, sie lieber jetzt keine Ahnung. Oder? Und dann steht dort in diesen Fragen Lizenzarbeit zur deutschen Tageszeitung in Reichenberg in den 30er Jahren. Also du hast wirklich dort, also an dem Ort etwas gemacht, dein Lizenziat hast du dort gemacht. In Tschechisch. Nein, in Deutsch. Gott sei Dank. Deutsch, also ich kann schon schreiben auf Tschechisch, aber nicht irgendeine wissenschaftliche Arbeit oder ein Buch oder so kann ich nicht auf Tschechisch schreiben. Und man muss dazu sagen, das ist eigentlich auch wieder via Kooperation, habe ich einfach den Professor kennt in Liberec, wo dann eigentlich das Thema gemeint hat, wäre interessant, weil, und darauf sind wir jetzt noch nicht sprechen gekommen, eben im Liberec, wo früher Reichenberg geheissen hat, noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Dort haben bis nach dem Zweiten Weltkrieg etwa 75% Deutsche gewohnt. Das sind die sogenannten Sudetendeutschen. Ist das gleich mit den Rumänen auch? Ja, das hat in verschiedenen osteuropäischen Ländern hat auch die Banatdeutschen und so weiter gegeben. Die sind schon früh zugesiedelt, aber es waren verschiedene Etappen, wo halt Deutsche in die Länder zugesiedelt sind. Und warum heißt denn das so Sudetendeutsche? Ich frage es so saublöd. Ja, also im Prinzip, also wenn wir auf die Karte schauen, sind die Sudetendeutschen schön
an der Grenze entlang zu Österreich. Wir probieren, ob wir das zeigen können. Wir können das zeigen. Meine Frau ist an der Kamera. So. Bringen wir das so einigermaßen her. Sie nickt immer nach oben, nach oben. Das heisst, so einigermaßen soll es gehen. Ja, genau. Okay. Eben, da unten Richtung Österreich hat es Deutsche gehabt, aber eben auch gegen Deutschland und dann da bis zu der polnischen Grenze, weil da oben ist Schlesien und da hat es auf der polnischen Seite eigentlich Deutsche gehabt und bis hinten, noch bis mehrere hinten eigentlich sind Deutsche gewesen, weniger im slowakischen Teil von der Tschechoslowakei, also da hätten wir den tschechischen Teil und dann da hinten den slowakischen Teil. Und die haben eigentlich ursprünglich nicht zu den Deutsche geheißen, sondern sind einfach die deutschsprachige Bevölkerung in den böhmischen Ländern. Ja. Tschechien, wo wir sagen heute Tschechien, früher hat man dem böhmische Länder gesagt. Genau. Und, Böhme, ja. Genau. Ja. Ja, ja. Und eigentlich, man könnte jetzt schon fast sagen, es ist ein bisschen ein Kampfbegriff, Sudetendeutsche. Der Begriff ist eigentlich aufgekommen, wo die Tschechen und die Deutschen immer mehr in so eine Konkurrenz gekommen sind. Ende 19. und Anfang 20. Jahrhundert. Und dann hat man eben zum eigentlich eine Einheit schaffen von diesen Deutschen, die es eigentlich gerne gewesen sind, weil die einen sind wohl eher mit die von da unten herkommen und die anderen eher von da, mal ursprünglich, ja. Aber das ist schon vor, also etwa im 13. Jahrhundert gewesen. Aber dann hat man eben den Begriff Sudetendeutsche geschaffen und so, wie wenn die eigentlich würden zusammengehören. Oder? Ja, genau. Um sich abgrenzen von der tschechischen, genau, Bevölkerung. Dort in Reichenberg, also, gibt es dort noch solche, die Deutsch reden heute noch, oder? Ja, da oben wäre übrigens Reichenberg. Ja, genau. Dort oben hat es jetzt noch ältere Leute, die eben als Kind schon gelernt haben. Aha. Also zumindest bis Ende des Zweiten Weltkriegs hat man natürlich auch in der Schule noch Deutsch gelernt. Ja. Und nach dem Zweiten Weltkrieg sind ist die deutsche Bevölkerung bis auf ganz wenige vertrieben worden oder aus der tschechischen Perspektive ausgesiedelt worden. Und das heisst, 3,5 Millionen Deutsche sind nach dem Zweiten Weltkrieg dann vor allem Richtung Bayern gezogen. Viele sind dann irgendwo in Bayern gelandet. Unglaublich. Wie ein Haufen, ja, wie ein Haufen andere Deutsche auch aus den osteuropäischen Ländern. Mhm. Ja, das ist die Nachwirkung auch noch gewesen, halt dann vom Zweiten Weltkrieg. Aber ich hätte einfach noch mal ganz kurz zu etwas anderem. Also, weißt du, ich jetzt gar nicht verstanden habe, müsstest du ja denken, hey, viel Verwandts, Tschechisch und Deutsch. Aber ich habe da nur keine Verwandtschaft festgestellt, oder? Wenn man ein bisschen tiefer reingeht ins Tschechisch, dann merkt man schon, dass es Verwandtschaft hat. Es ist halt von der Grammatik her ist es ein slawischer Spruch. Aber wenn man Wortbilder anschaut und auch Begriff zum Teil, dann wie Schmackowat oder schmeckt oder so. Also sind zum Teil Germanismen in der Tschechischen. Prosim, haben Sie mir etwas gesagt? Was heisst denn das? Was? Prosima? Prosim. Prosim. Prosim, ja, bitte. Oh, ja, Prosim, wäre einfach gewesen, zum Verstehen. Prosim. Immer gleich etwas zum Trinken. Oh je, meine Herren. Entschuldigung, aber... Ja. Ja, also ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, wo wir auf Tschechien raus sind und ich mit dem Kind im Zug angekommen bin in Prag, habe ich mich gefreut, dass irgendwo McDonalds oder Coca-Cola gestanden ist. Da habe ich verstanden. Genau. Aber an und für sich, man merkt, dass sie kulturell miteinander über Jahrhunderte verbunden sind. Mhm. Auch wenn man es vielleicht manchmal nicht so wahrhaben will. Aber es ist sicher so. Und man merkt auch bei den Tschechen heute, wenn man in Österreich war, dann merkt man auch dort sehr viel Ähnliches. Also nicht nur Palatschinken, wo halt wahrscheinlich kommt vom Tschechischen her, sondern es ist vieles, was ähnlich im Schulwesen und so gehandhabt wird. Höchst interessant, nicht? Also wir können auf das Buch, wir haben keine Angst, wir können auf das Buch schon, aber jetzt würde es mich interessieren, du hast noch eine Forschungsarbeit gemacht, gell? So 300 Jahre gemeinsame Geschichte, Liechtenstein und eben Tschechien. Du bist dort Autorin, gell, in diesem Buch von 2009, du bist nicht in der historischen Kommission drin gewesen, aber du bist Autorin in diesem Buch drin, oder? Ja. Also das Forschungsprojekt, wo ich dabei war, das war 2012, 2013. Ja. Und meine Aufgabe war eigentlich,
die gemeinsame Geschichte von beiden Ländern anzuschauen. Also von Liechtenstein und den böhmischen Ländern, Tschechoslowakei, Tschechien. Da hat halt der Name immer wieder geändert. Und dann habe ich noch ein Gut angeschaut vom Fürst. Und dort hat es mich interessiert, wie ist das abgelaufen, die erste Bodenreform, weil der Fürst hat in der Ersten Republik einen Teil vom Land verloren. Und dann habe ich es eben noch angeschaut. Das war mein Auftrag gewesen, einfach, ja. Jetzt kommen wir mal zum Buch. Und das ist natürlich wirklich schon... Also ich probiere es vielleicht auch zuerst mal schnell einzuspielen. Das Buch, der Karl Koske, ich glaube, der war Bürgermeister von Liberec, oder? Der hat grosses Interesse erregt, das Buch, die Publikation auch in Tschechien. Susan ist dann tatsächlich im tschechischen Fernsehen gekommen. Ich weiß nicht, ob süß das gerade den Teil von dem einzuspielen, aber es ist schon höchst interessant, das Interesse, das Susan dann auch wirklich bei den Tschechen und eben im tschechischen Fernsehen hatte. Německé školy a se cítil jako Němec. A viděl to víc jako kulturní národnost, bych řekla. A jeho maminka byla Němka, Baumann. Na udání byla celá rodina Kostková zajištěná a odvedená policajně do školy, odkud předána Národnímu výboru. Na cestě do tohoto výboru byla stará paní Kostková zastřelená dvěma ránami neznámým pachatelem. Národní výbor celou rodinu předal Mezinárodnímu červenému kříži. Potvrzený datováno 14.5.1945 do bytu se vrátili až 20. toho měsíce. Jelikož byt musel být policajně otevřen, nesmí se však z bytu vzdálit. Das ist also ein kurzer Ausschnitt, oder? Das Buch ist in Tschechisch. In Tschechisch. Eventuell erscheint es mal noch in Deutsch, aber wenn ihr es genau hört, dann merkt ihr, was für eine doch höchst, höchst interessante Thematik da drin steckt. Und ja, aus meiner Sicht vor allem auch das unglaubliche Feingefühl und das Gespür und die Arbeit, die dahinter steckt, um so etwas zu recherchieren. Wie ist denn da vorgegangen? Ist gut. Eine kleine Frage und du könntest es natürlich eine halbe Stunde erzählen. Ja, ich weiss, aber das ist das Problem. Ich weiss, dass ich mich kurz halten soll. Nein, überhaupt nicht. Du kannst hier ausholen. Etwas möchte ich einfach noch kurz zeigen, genau. Um nochmal zu verdeutlichen. Wir haben von diesen Sudetendeutschen geredet in diesen Gebieten. Und auch wenn man das auch in Liberec merkt, ist zum Beispiel am Rathaus. Das ist das Rathaus von Liberec. Ja. Und da unten ist das Rathaus von Wien. Und Liberec war wie St. Gallen eine recht wohlhabende Stadt gewesen, hat auch Textilindustrie Anfang vom Ende 19. Anfang des 20. Jahrhunderts. Und sie haben, da merkt man schon den Stolz, sie haben wollen ein Rathaus wie in Wien, oder? Und haben sich an Wien auch orientiert. Das ist und da bist du dann letztens auch mal drin gewesen, gell? Ja, da bin ich auch schon, also schon mehrmals drin gewesen. Ja. Und auch da merkt man es, das ist das alte Bad von Liberec, aus der gleichen Zeit. Und da ist noch, sieht man, es ist errichtet zur Erinnerung an das 50 Jahre ihr Regierungsjubiläum seiner Majestät Kaiser Franz Josef I. Ja. Also das ist einfach, dass man ein weiss, wie die auch Ticket haben. Und es war ein gewisser Luxus vorhanden gewesen, gell? Ja, das ist wie St. Gallen, oder? Genau. St. Gallen hat genau auch in dieser Zeit ja so ganz edle Bauten und viele Parallelen. Ja. Und wir haben die Tschechinnen und Tschechen natürlich bekommen. Die sind alle sehr gebildet gewesen, fleissig, weißt, einsatzbereit. Ist das irgendetwas, was man so wahrnehmen kann? Oder haben wir gerade die Besten nicht bekommen? Ja, du lachst jetzt. Wir haben einen in der Klasse und einen. Ja. Also sind die Noten schön gedruckt.
Ja, gut. Also, ich meine, sie sind sicher gebildet, aber sie sind natürlich auch im 68 die gekommen, ja. Mit der meisten Bildung. Aha. Die eben eigentlich gemerkt haben, ja, jetzt, wenn mit der Niederschlagung vom Prager Frühling, da ist unsere Perspektive weg, oder? Mhm. Also, sind natürlich die Ehrgeizigen gewesen, ja, und so, ja. Das denke ich, es kommt immer auf das drauf an. Sonst sind das normale Menschen. Wir hier auch. Ja, gut, das stimmt. Aber weißt du, aus meiner Sicht, die haben so unglaublich schnell Deutsch gelernt. Ja, das schon. Aber ich glaube einfach, dass sie Motivation haben. Ja. Also, jetzt nur zum Sagen, unsere Kinder haben innerhalb von 3 Monaten Tschechisch gelernt, wo sie dort waren. Und unsere Tochter hat Tagebuch geschrieben in Tschechisch. Also, es ist einfach so, wenn man, wenn halt eine Motivation ist, und dort sind es Tagesschulen gewesen. Mhm. Das heisst, die Kinder sind halt, sie sind halt immer mit tschechischen Kindern zusammen gewesen. Also, das hat es auch noch gefördert. Aber eigentlich, wenn alle wollen, und man, dann kann man das schon noch forcieren, denke ich. Oder? Und ich denke, die Eltern, die tschechischen Eltern, haben die Kinder schon auch pusht, oder? Könnt ihr ein Beispiel erzählen? Eben, gell? Wir haben auch ja Kolleginnen gehabt, Moderatorinnen, gell, natürlich. Ja. Also Diana Czanik und ja, so weiter. Ja, schon, ja. Und auch andere. Also, sind immer sehr flott gewesen, sehr teambereit, auch sehr engagiert, hilfsbereit und einfach sehr interessiert. Und zwar eigenartigerweise auch sehr interessiert an uns, an der Schweizer Kultur, oder? Man hat sich auch sehr schnell integriert, eigentlich. Ja. Das ist uns einfach aufgefallen. Bei den Ungarn zum Beispiel, bei den Tschechen. Mhm. Ja, ja. Mhm. Einfach speziell ein bisschen. Ja. In der Schule einfach auch. Motiviert, ja. Denke ich, oder? Ja, genau. Sehr. Mhm. Jetzt endgültig. Ja, Karl Koska, der Unbekannte in Liberec. Ja, ja gut. Als ich die Leitsarbeit geschrieben habe an der Uni Zürich, ist mir aufgefallen in diesen Zeitungen, dass immer der Bürgermeister, wenn er sich zu Wort gemeldet hat, in einer schwierigen Zeit in den 30er Jahren eine spezielle Haltung hat. Und dazu muss ich doch kurz etwas noch voraussagen. Nämlich, die Tschechoslowakei ist ja entstanden, nachdem die Habsburger Monarchie zerfallen ist, oder? Nach dem Ersten Weltkrieg. Das ist ein Nachfolgestaat. Und die Deutschen in diesen böhmischen Ländern sind ebenfalls in die Tschechoslowakei integriert worden, gegen ihren Willen. Sie hätten wollen zu Österreich dazugehören, so, oder? Ja, ja. Es war auch für sie eine Demütigung, ein bisschen, weil die Tschechoslowakei ist als Nationalstaat konzipiert war, mit den Tschechoslowaken als Staatsvolk. Alle haben aber vor dem Gesetz sind alle gleich gewesen, aber die Deutschen sind zu einer Minderheit geworden. Und sind ja vorher im Habsburgerreich ist eigentlich eher die deutsche Sprache ist die wichtigste Sprache gewesen. Und also das sind ganz schwierige Anfänge gewesen, und mit dem haben die eben Sudetendeutschen, wie sie sich ja jetzt genannt haben, eigentlich in der ganzen Ersten Republik von 1919 bis 1938 Probleme gehabt. Also das ist das Hauptthema. Ihres, ja. Das war ihr Hauptthema, ja, gewesen, oder? Ja. Und in den 30er Jahren ist in Deutschland Hitler-Deutschland aufgekommen. Und auch in diesen deutschen Gebieten hat sich die Bevölkerung angefangen zu radikalisieren. Sie sind nationalistischer geworden, und darum, es ist auch bei diesen Tageszeitungen, das war mein Auftrag, um zu schauen, wie haben sich die Tageszeitungen verändert mit ihrem Blick auf die Tschechoslowakei. Oder? Also wenn sind sie zum Beispiel gekippt, oder haben sie angefangen, sich selber zu zensurieren und einfach auf das zu achten. Und Karl Kostka ist mir einfach aufgefallen, weil er hat so, versucht, immer wieder die Bevölkerung zu beruhigen und zu bitten, sie sollen Geduld haben, und dass das ein Prozess ist, das Zusammenwachsen eigentlich zwischen Deutschen und Tschechen in dieser Tschechoslowakei. Gleichzeitig war er aber der Bürgermeister von der grössten sudetendeutschen Stadt. Reichenberg war die grösste Stadt von der deutschsprachigen Bevölkerung, und es war die Hochburg von der man hat einen Henlein-Anhänger gesagt, also von denen, die eben zuerst, sagen wir mal, sehr nationalistisch waren, aber immer mehr halt sich an Nazi-Deutschland orientiert haben.
gut. Also eine sehr schwierige Situation. Eine total schwierige Situation. Völlig zwischen zwei Fronten. Ja, ja, das, ist, das muss, also darum hat es mich auch so erstaunt. Ich habe einfach gemerkt, das ist ja eine unglaubliche Persönlichkeit. Und dann habe ich gemerkt, dass niemand über ihn Bescheid weiss. Man weiss nichts. Und dann habe ich gemerkt, man weiss nicht einmal, wann er gestorben ist. Die einen sagen 1938, die anderen wissen nicht, wann. Aber und dann, hat man es unter Umständen extra fast zu Tod geschrieben? Nein, ich glaube, ich würde es jetzt so sagen. Was war der Grund, warum er nichts gewusst hat? War, dass er der letzte demokratische Bürgermeister war. Ah, okay. Und nachher sind die Nazis eigentlich in der Stadtregierung gewesen. Und nach dem Krieg hat man die Deutschen vertrieben. Und dann sind in der Tschechoslowakei Kommunisten schon relativ gleich an die Macht gekommen. Und der Karl Koska war ein bürgerlicher Politiker, der war ein Liberaldemokrat gewesen. Und in seiner Partei waren auch viele Juden gewesen. Und viele von ihnen sind umgekommen während dem Zweiten Weltkrieg oder auf der ganzen Welt verstreut. Gut, also und dann habe ich mich eigentlich dann entschieden, schon früh, das war 2004, ich möchte etwas über den Mann machen. Ich möchte, dass der Mann nicht vergessen geht. Weil, also ich wollte eine Biografie über ihn schreiben und habe dann angefangen, ein bisschen umzuschauen, was es rum hat. Und habe gemerkt, das wird sehr schwierig. Und habe dann festgestellt, bei seiner Schwiegertochter, die in München gelebt hat, dass im 2002, zwei Jahre voran, ich bei der Hochwasser in Prag sämtliche Dokumente und Fotoalben und so weiter, alles private, bei der Hochwasser von Prag in einem Wochenendhaus eigentlich versoffen sind. Ja. Also hätte man nicht mehr können brauchen. Also privat war nichts mehr zu machen gewesen. Und dafür habe ich dann aber kurz darauf haben ich von den Liberaldemokraten ihre Zeitung gefunden, wo sie angefangen haben herauszugeben 1935. Wo eben, also, hast du nie gefunden? In den Archiv? Ja, in den Archiv, im Nationalarchiv. Also hat man gesagt, der Schweizer auf einmal kommt da? Ja, kein Problem. Also, nein, die haben die Freude. Und vor allem, also, da muss man schon sagen, wenn man dann auch Tschechisch redet, dann ist es nochmal besser. Und, weil dann können sie auch mit einem gut kommunizieren. Und und in den Archiven in Tschechien zu arbeiten, ist also wunderbar. Ja. Also, der Service und alles ist sehr, sehr gut. Und auch es ist gut geordnet. Aber du hast ja den Karl Koska dann gesucht, ja, oder? Ja, das habe ich. Und dann haben sie dort gesagt, die haben ja, du hast ja auch kaum gekannt, oder? Ja, sie haben ihn nicht gekannt. Nein, natürlich nicht, hier, oder? Wo ich angefangen habe. Nicht, nein. Es war wirklich eine unbekannte Person gewesen. Und dann hat man einfach in x verschiedenen Archiven hat man langsam können, anhand von Stichwörtern, also ihm sein Name ist halt manchmal drin gewesen, Dokument, haben wir dann Sachen gefunden. Es hat auch keinen Nachlass gegeben von ihm. Und das hat es halt ein bisschen aufwendig gemacht. Aber es ist dann eigentlich gegangen. Und ich habe mich dann konzentriert auf einerseits die Parteiengeschichte. Die Parteiengeschichte der Ersten Republik 1919 bis 1938 und dann eben seine Rolle, die er hatte. Und er hatte ab 1935 eine ganz entscheidende Rolle gehabt. Es hat einen Haufen Vorstösse gegeben. Also die Partei war extrem, ist eine kleine Partei gewesen, aber sehr aktiv und hat einfach Lösungen gesucht, um das Zusammenleben von Tschechen und Deutschen in geordnete Bahnen eigentlich zu bringen. Und dahinter ist immer eigentlich er sehr stark gestanden. Also er ist die führende Persönlichkeit gewesen, hat auch ein extremes Netz gehabt. Er ist und auch Mut, oder? Total Mut. Er ist ein sehr mutiger Mensch gewesen. Er ist Bürgermeister gewesen. Er ist Präsident gewesen von dieser kleinen Partei ab 1934. Er ist ehemaliger erster Sekretär gewesen von der nordböhmischen Handels- und Gewerbekammer. Also er war sehr vernetzt, er war im Senat, also so etwas wie der Ständerat bei uns. Und
Er war ein Mitglied auch noch von der Freimaurer, wie auch der Präsident Benesch beispielsweise. Und hat auch Familie gehabt, gell? Er hat eine Familie gehabt. Also der ganze Mut war auch natürlich ein Risiko für die ganze Familie, oder? Natürlich, ja. Weißt du, so ich als Leias, weißt du, wenn du das aufzählst, weißt, wie kann denn das sein, dass es jemand, der so viel verdient hat, der eigentlich so viel Bekanntheitsgrad müsste, dass so jemand einfach, ist einfach ja, in diesem Regime zu Tode geschwiegen worden? Das, also, wir können uns vielleicht manchmal in der Schweiz gerne vorstellen, was für Brüche das sind. Also, wenn man sich jetzt vorstellt, dass in dem Raum, wo die Sudetendeutschen gewohnt haben, da ist ja die ganze Region entvölkert worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Da sind komplett andere Leute wohnen jetzt in dieser Stadt Liberec als bis 1945. Und das ist noch schon ein gewaltiger Bruch, oder? Also, und durch das kann halt, und dann das auch das politische System. Das kann schon bewirken, dass man das halt, dass man so jemanden dann einfach vergisst. Ja, und mir hat auf jeden Fall einfach eben da vielleicht noch kurz da eine von seinen, den hat man gewusst übrigens, von dem hat man gewusst, also seinen Namen hat man schon kennt, aber man hat nichts gewusst. Ja, natürlich. Ja. Er hat beispielsweise 1936 hat er den Besuch vom Präsident Benesch in Reichenberg, Liberec, hat er organisiert und seine Idee war, dass der Präsident kommt, also da kommt, muss man etwas noch dazu sagen. Die Randgebiete, die Deutschen, haben besonders stark unter der Weltwirtschaftskrise gelitten. Mhm. Und das hat sie natürlich noch viel mehr in radikale, also den Populisten so in die Arme getrieben. Und er hat, der Benescher ist übrigens, das wäre jetzt er, der Benesch, genau. Und da ist Begrüßung durch den Bürgermeister. Und hat dann der Stadt verschiedene Versprechen gemacht von Finanzen und auch eben, um da ist es ja den Deutschen auch gegangen, sie hatten Angst vor einer Tschechisierung und haben darum einfach möglichst viel Autonomie oder Selbstverwaltung wollen. Also, aber das ist, das wäre dann einfach etwas gewesen, wo einfach der Besuch ist sicher wichtig gewesen, aber letztlich hat er dann schlussendlich auch nicht mehr können wirklich etwas ändern. Also die Kräfte von außen, aber auch im Inneren sind schon stark. Also das hier, das ist im 38. Gewesen, das ist im 36. Ja. Genau, das ist im 36. Also, ja. Und vom 38. weg weiss man nicht mehr genau, was passiert ist mit dem Karl Kuska. Mal im 38. sind ja dann, ist ja zuerst im Frühling, im März ist Österreich angeschlossen worden als Deutsche Reich. Und nachher ist der Druck enorm worden auf die Tschechoslowakei. Und im Anfang Oktober sind dann die sudetendeutschen Gebiete nach dem bekannten Münchner Abkommen, also in Absprache mit England, Frankreich und Italien, hat Hitler auch noch die sudetendeutschen Gebiete können übernehmen. Er hat ja dann gesagt, das sei seine letzte Forderung, territoriale Forderung, die er noch wollte. Was natürlich eigentlich erstunken und erlogen war, wie man jetzt heute weiss. Aber da könnte man jetzt auch noch darüber reden. Aber für ihn hat das natürlich massive. Also, so hätten wir nochmal ihn, das ist der Karl Goska, das ist wieder der Präsident Benesch. Das war bei dem Besuch 1936. Für ihn hat das natürlich bedeutet, er ist schon voran im Frühling, nach dem Anschluss von Österreich, ist er auf Prag, weil er hat nicht mehr da, also man muss sich vorstellen, in diesen deutschen Randgebieten, da ist schon halbes Chaos ausgebrochen und Demokraten, Tschechen oder auch Juden sind schon extrem unter Druck gekommen und er als Bürgermeister auch. Und ja, auf jeden Fall, er war dann in Prag und ein halbes Jahr später ist ja dann der Hitler auch in der Rest Tschechei, wie er dem gesagt hat, einmarschiert. Und der Kostka ist aber immer im Gebiet geblieben, er ist in Prag geblieben. Ja, aber er ist dann dort im 38. von Liberec nach Prag gekommen. Genau, ja. Dort ist das ist noch
Das weiss man. Das stimmt nicht. Man hat, selbst hat man nicht mehr gewusst. Ja. Genau. Dort weg, man hat nur gewusst, er ist im April aus gesundheitlichen Gründen hat er sein Amt niedergelegt. Und nachher hat man nichts mehr gewusst. Und dann hat es eben in gewisser Literatur in Tschechien jetzt in Kaiser Sigi gestorben, im 38. Oder? Und, wie gehst du mit so etwas um, wenn du jetzt verschiedene Quellen hast, die unterschiedliche Aussagen machen? Ja, dann muss man halt schauen, was ist am glaubwürdigsten am Anfang. Und nachher hat sich dann aber relativ schnell, wenn man weiterforscht, dann findet man dann schon wieder neue Spuren. Oder? Und die hat man dann auch gefunden, weil er ist in Prag geblieben. Es hat sich dann auch Quellen gefunden, wo man herausgefunden hat, wie er von der Gestapo also immer wieder einvernommen worden ist und wie man Pension genommen hat. Wo er ist ja damals schon, also da muss man vielleicht noch vom Alter, das haben wir noch nicht gesagt, er ist 1870 geboren. Also das heisst, er ist ja 1940 bereits 70 Jahre alt gewesen und hätte Anrecht auf Pension, die hat man ihm dann halt weggenommen. Und hat die Familie dann ziemlich unter Druck gesetzt. Einfach während dem Krieg. Man hat ihn aber nicht ins Konzentrationslager gesteckt, wie ein Haufen von seinen Mitstreitern. Das weiss man. Das weiss man. Auch die Familie nicht? Die Familie auch nicht. Sie haben einfach den Sohn musste in die Wehrmacht auf Deutschland, ist eingezogen worden. Und die Tochter, da muss man sagen, die haben einfach, man hat sie eigentlich ausgehungert. Und hat einfach gesagt, erst wenn sie bei der NSDAP dabei ist, kommt sie überhaupt Arbeit über. Sie ist also eigentlich eingetreten in die NSDAP Ende 1939, dann, damit sie einfach die Familie ernähren konnte. Das sind die Eltern und sich selber. Du hast ja von einer Schwiegertochter in München, gell, hast du erzählt? Oder? Ja. Die gibt es noch? Die ist jetzt gestorben vor ein paar Jahren, aber das war die zweite Frau vom Sohn. Übrigens eine Tschechin. Eine Tschechin, Aber, die hat das schon miterlebt in der Recherche? Nein. Die Recherche schon, ja. Und sie hat mir noch etwas gegeben. Also auf das komme ich dann da noch, auf das Bild. Ja, auf jeden Fall hat sich dann natürlich die Familie hat dann das Ende des Krieges herbeigesehnt. Und das war dann das Tragische, gewesen, dass nach dem Krieg die Tschechen nicht mehr unterschieden haben zwischen loyalen Deutschen oder illoyalen Deutschen. Also, und sie haben einfach alle. Da ist es zu halt sehr unschönen Sachen gekommen. Und auch die Familie Gostka hat man dann aus ihrer Wohnung rausgezerrt, kann man nicht anders sagen, hat sie interniert. Und er hat müssen helfen, also das habe ich jetzt von dieser Schwiegertochter noch bekommen. Da hat sie noch gehabt, das Bild, das ist aus einer Zeitschrift, die im Mai 1945 rausgekommen ist. Und er, der Gostka, ist die Person. Die Deutschen haben dann müssen, in Prag, nach dem Prager Aufstand, im Mai haben sie müssen die Strasse putzen und seine Frau selber ist dort, wo sie interniert worden sind, und vom Weg ist sie von tschechischen, das sind halt, oder, das ist der Mob gsi eigentlich, und ist sie verschossen worden. Also eigentlich haben sie genau gleich gelitten. Aber du hast Unkenntnis darüber, wer sie war? Niemand, die haben das nicht gewusst. Und was ich weiss, ist jetzt, und das hat man wieder können in die Quellen finden, ist, dass es dann eigentlich Leute aus dem Kreis von der Regierung sind, die ihn gesehen haben beim Strassenputzen und die ihn dann weggeführt haben und die Familie eigentlich dann geschützt haben. Also wir haben die dann wirklich geschützt vor der Wut eigentlich von den Tschechen. Und nachher ist sind die geblieben, haben dann noch lange müssen darum kämpfen, dass sie wieder die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft bekommen haben als Deutsche. Und nicht wie eben eigentlich die meisten Deutschen dann vertrieben worden sind. Also du gehst in das Archiv, du hast alles nachgelesen, du hast gesucht und so. Also wie geht denn einem das? Also du suchst schon lange, du brauchst viel Zeit, du bist mitten im Krieg drin, immer so Schicksal drin, oder? Und kennst das auch ein bisschen aus der Neuzeit? Also hast du nicht manchmal verschlaflose Nächte, dass etwas an dir nachgeht, weißt du auch? Es ist mir natürlich, es ist mir eigentlich schon nachgegangen, aber eigentlich hat es mich mehr einfach auch fasziniert, wie man, auch wenn man nicht die Sachen schön beieinander hat, aber wie man eigentlich, wenn man so an verschiedenen Orten sucht, sich so wie ein Puzzlestein
als andere gibt. Oder? Zum Beispiel das mit dem Wischen auf der Straße hat mir auch eine alte Baronin, die im gleichen Haus gewohnt hat wie die Familie Nachbarn. Wie ist sie ja, indem ich einfach in das Haus hinein bin. Das ist das erste Jahr. Ich habe gewusst, irgendwo habe ich in der Quelle, wo die gewohnt haben, bin ich in das Haus hinein und habe angefangen, die Leute zu fragen, kennen sie jemanden, der schon vor 1957, als er gestorben ist, schon in dem Haus gewohnt hat. Aha. Und dann haben sie mich zu dieser Baronin geführt. Also eine ältere, wirklich so eine Dame. Und sie hat auch Kontakte bekommen dann zu dieser Schwiegertochter in München und hat mir eben erzählt, sie sei 17 und habe ihn gesehen, die Strassen wischen. Dort auf dem heutigen Namen ist die Republik. Also, das sind dann die schönen Erlebnisse. So das ist, das ist wirklich eben. Das sind, und ich habe viele so schöne Erlebnisse eben gehabt, von Leuten, die doch noch irgendwo eine Verbindung haben oder die sich interessiert haben. Nein, die Arbeit war eigentlich sehr schön gewesen, also, aber ich habe einfach immer mehr gemerkt, dass es mir wirklich wichtig ist, zum über den Mann etwas zu machen. Ich glaube, ich mit mir einig, es wäre super, wenn so etwas auch in Deutsch erscheinen würde. Ist aber allerdings schon sehr interessant, wenn wir das dürfen zuhören. So wirklich natürlich etwas, wenn man denkt, ja, wir haben es so von Ferne erlebt. Mir ist das alles überhaupt nicht so bewusst gewesen. Ja, natürlich gewusst, da geht dies und jenes ab und so. Aber eben, es sind schon unglaubliche Schicksale, die sich hier abspielen. Also, wie ist es denn jetzt inzwischen? Also gibt es so die Gemeinsamkeit, Unterschied? Das ist jetzt, wenn du heute anschaust, zwischen Tschechien und der Schweiz, ist etwas, was dir auffällt? Oder? Du bist ja immer wieder dort, gell? Ja, also in den 90er Jahren waren die Unterschiede sehr, sehr gross gewesen. Ja. Also ich meine, Liberec war eine Baustelle. Gewesen. Ja. Also, da hätte man eigentlich in den Stiefel müssen, durch die Stadt durch, weil es so viele Baustellen hatte. Und, und halt sehr vieles auch kaputt war und so. Und unsere Freunde auch sehr ärmlich eigentlich gewohnt haben jetzt für unsere Verhältnisse und aber anders dafür wieder sie, wo uns ja wahnsinnig gefallen hat, dass sie auch noch mehr Zeit hatten. Man ist viel mehr zusammen gesessen, hat miteinander gesungen, die Leute haben noch die gleichen Lieder können miteinander singen. Es war gemütlicher gewesen als bei uns, muss ich jetzt sagen. Und auch in den Schulen und so, das ist hat uns natürlich sehr gefallen. Also ich will nicht sagen, es ist jetzt einfach alles besser geworden. Es ist hektischer geworden heute dort und es ist vieles viel ähnlicher geworden wie bei uns. Die Städte vor allem sehen ähnlich aus, hat die gleichen Läden, es hat die gleichen Restaurant und so und unsere Freunde, die wohnen heute halt auch, haben viele ihre Häuser gebaut und es geht ihnen eigentlich wirtschaftlich vielen gut jetzt in unserem Umkreis, aber es hat halt dort auch viele Verlierer jetzt von dieser Entwicklung und auf dem Land sind die Leute sicher, hat es immer noch sehr viel mehr Armut als jetzt hier. Bei uns. Zum Teil auch in 18. Ich war im Camping außerhalb von Prag. Mhm. Und dort hat es wirklich auch sichtbare noch Armut gehabt. Auf der anderen Seite auch unglaubliche Villa. Mhm. Und zum Teil durchgefahren bist mit dem Velo. Also, eben, es ist so unglaublich so nah neben der Rand. Ja. Und was einfach mir aufgefallen ist, ist, dass halt dort ist halt das ganze neue System, kapitalistische System in dem Sinn, das ist halt mehr oder weniger schrankenlos eingefahren. Also, das heisst, die Supermärkte sind gerade 3- oder 4-mal so gross wie bei uns. Und es ist Werbung, riesige Werbung überall erlaubt. Also, was mir dann manchmal auch ein bisschen wehtun hat, weil ich das Gefühl hatte, sie sind gerne nicht gewappnet gewesen für das, was jetzt für eine Welle über sie geschwappt ist. Und auf der anderen Seite ist aber auch jetzt viel farbiger geworden und ich glaube, doch die meisten würden nicht mehr wollen jetzt zurück. Also sind froh, dass sich natürlich etwas geändert hat. Ja, man könnte ewig lang darüber reden natürlich. Das ist schon klar. Schön wäre es natürlich, wenn man so etwas auch könnte in Deutsch lesen könnte. Meinst du, da gibt es eine kleine Hoffnung oder wie ist so etwas möglich? Wie kann so etwas möglich sein? Ja, also jetzt im Moment eben,
bei den Tschechen habe ich gemerkt, es ist ein grosses Interesse. Also mir, wo ich ja jetzt die Arbeit gemacht habe, war mein Interesse eher gewesen, wie ist das als bürgerlicher Politiker und Wirtschaftsnäher, wie hat man sich da, was ist da für eine Diskussion gewesen, wie ist das, und wie hat der Mann können funktionieren, wie hat der nachher, was hat das für eine Wirkung gehabt für ihn, das war für mich wichtig gewesen, oder? Ich als Schweizerin, wo an das Thema angegangen ist. Und bei den Tschechen habe ich gemerkt, für sie ist es eigentlich ein bisschen auch wieder ein Heimholen von etwas, wo sie heute sich, glaube ich, mehr bewusst sind als noch vor 20 Jahren, dass sie etwas verloren haben mit dem deutschen Teil von ihrer Geschichte, oder? Und das habe ich auch gemerkt, als das Buch rausgekommen ist. Also wie viele Tschechen in Liberec, die zu mir gekommen sind, die gesagt haben, ob ich nicht, eben ihre Mutter sei Deutsche gewesen oder der Großvater sei Deutsche gewesen. Und wo ich denke, die haben gerne nicht so über das geredet. Das war nicht so ein Thema gewesen. Aber jetzt, wenn man weiss, man hat einen Bürgermeister gehabt, der war auch Deutsche gewesen. Und das war auch kein Nazi gewesen, sondern eigentlich ein mutiger Mensch. Dann ist das auch. Wo tut das auch wohl, oder? Und bei der, auf der deutschen Seite, da habe ich eigentlich, wo ich daran gearbeitet habe, nicht, jetzt ist das Interesse nicht so gross gewesen. Ich glaube, sie sind an einem anderen Punkt in der Forschung. Ja. Sie forschen andere Sachen im Moment, oder? Und jetzt aber, wo das Buch rausgekommen ist, zeigt sich jetzt doch, dass eigentlich jetzt von verschiedenen Seiten Interesse kommt und auch, dass man sich am Überlegen ist, ob man das Buch eben auch noch könnte auf Deutsch rausgeben, weil das Manuskript ist natürlich auf Deutsch. Ja. Das müsste nur noch aufgeschafft werden. Also alle die Korrekturen und so, die wir jetzt gemacht haben, die letzten zwei Jahre, da müssen wir eigentlich noch machen. Ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es dann in einem, vielleicht in einem guten Jahr oder so auch auf Deutsch auf dem Markt ist. Wäre schön. Susan Keller-Giger bei uns im Talk und eben mit der Publikation Karl Koska, wo man hoffentlich, würde mich sehr freuen, vielleicht bald einmal auch eben in Deutsch kaufen und auch lesen.